Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Sportbootcenter Hannover. Ich bin der Kalle, an der Kamera ist der Ralf und heute zeigen wir euch die fantastische Nordkap Enduro 705. So, nächstes Video. Ralf, wie geht's dir? Ja. Du hast ja deine dritte Runde Corona zweite, noch mitgenommen. Die zweite? Ich dachte, es wäre schon die dritte. Nein, genau vor einem Jahr. Ja, alter Seuchenvogel. Ja, aber kommen wir zu was Schönem. Ne? Also zu meinem Anzug und zu einem Top-Boot. Was hält denn dieser Anzug heute wieder? Ja, besondere Boote, besondere Anzüge. Oh Gott, da dürfen wir uns jetzt drauf einstellen, ja? Na super. Ja, ich habe überlegt, ob ich das zur Gewohnheit mache, in unseren Videos immer sowas anzuziehen. Ja, geh mal lieber ein Stückchen zur Seite, ich sehe nämlich das schöne Boot nicht. So besser? Zeig mal her, weil... Ja. Nordkap Enduro 705. Es gibt von der Enduro-Baureihe drei Modelle. Das ist einmal die 605, die 705 und da gibt es das Topmodell noch, die 805. Wir nehmen die Mitte, die 705. Die Enduros sind Konsolenboote. Das heißt also, wir haben in der Mitte den Steuerstand, keine umlaufende Windschutzscheibe, können rechts und links am Steuerstand vorbeigehen. Das ist die Kurzbeschreibung eines Konsolenbootes. Und mit diesem hier haben wir einen echten Renner. Durch die Länge des Bootes haben wir eine erstklassige Lage auf dem Wasser. Wir sind hier bei 7,13 Meter in der Gesamtlänge, 2,30 Meter in der Breite und das Boot wiegt mit Motor, ein bisschen Ausstattung, ohne Passagiere an Bord, roundabout 12.000 Kilogramm. Nein, doch, 12.000 Kilogramm. Nein, gar nicht, 1.200 Kilogramm nochmal. Scheiße. Charakteristisch würde ich die Enduro-Modelle als klassische Tagesausflugs-Badeboote einsortieren. Ja, wir haben einen offenen Bug vorne, viel Sonnenliegefläche. Wir haben ein sehr fahrdynamisches Boot. Das sieht man allein schon, wenn man sich den Rumpf anschaut. Wir haben eine Aufkimmung von 24 Grad. 24 Grad, Ralf, sagt dir das was? Was das bedeutet? Naja, es geht schnell, ne? Also wir haben hier praktisch ein Messer. Ja? Genau, es ist ein irre schnelles Boot. Dieses Boot ist getestet worden von Nordkap in der optimalen Ausstattung und Variante 250 PS mit 51 Knoten bei 6000 Umdrehungen mit einem Mercury V250 XL. Also 250 V8 PS beschleunigen dieses Boot auf 51 Knoten. Das sind umgerechnet 95 km/h. Das ist schon ordentlich. Ist schon was, ne? Das ist wirklich, das ist wie so ein Motorrad, wie so ein Rennbike, ja. Ja, so ein Superbike. Ja, ich hatte schon gesagt, es gibt drei Modelle. Die 605, hier die 705 und die 805. Hier bei der 705 haben wir große Sonnenliegeflächen, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben hinten schöne Sitzmöglichkeiten. Für mich der ultimative Wasserrenner. Die Seitenansicht des Bootes ist, finde ich, absolut atemberaubend. Ja, das ist eine Länge so in der Flucht, also wir sagen 7,13 Meter. Das ist irre lang, was da hier auf dem Trailer steht. Und ich finde, es sieht unfassbar schnittig und elegant aus. Definitiv. Definitiv, oder? Klassisch für mich bei Nordkap und typisch, ich nenne das The Nordkap Face. Ja? Also dieses Stück hier vorne, man nennt es auch den Steven, den Bug von hier vorne, bis runter zum Rumpf. Sieht für mich so dynamisch aus. Also das Ding sieht auf dem Trailer einfach schon ultra schnell aus. Definitiv. Und elegant. Ich wiederhole mich. Ja, auch der Schwung des Bugs hier einfach total, total schick. So, hier drin in der Enduro 705. Ihr seht schon hier vorne, wir haben einen großen Raum hier vorne, wo wir uns bewegen können.
Wir haben jetzt hier mal die Sitzpolster einfach nur liegen, da ist die Liegefläche noch nicht aufgebaut. Was ich einen echt coolen Clou finde, haben wir vorne ein Polster, das können wir wegklappen und somit können wir den Ausstieg nach vorne machen, ohne auf ein Polster zu treten. Ja, und ansonsten haben wir hier viele Sitzmöglichkeiten jetzt gerade. Es ist so weit weg nach vorne. Echt krass. Und die Polster sind für mich auch atemberaubend. Das ist der Silvertex, Farbe Meteor. Ein sehr pflegeleichter, sehr eleganter Stoff. Natürlich alles gebrandet von Nordkap. Und hier drin gibt es ein paar echt interessante Details. Und das sollten wir uns jetzt mal anschauen. Vorne am Boot, im Bug des Bootes, ein großes Ankerfach. Navigationsbeleuchtung, sehr massive Klampen. Griffe, habe ich eben schon gesagt, lassen sich hier wunderbar, kann man sich wunderbar dran festhalten. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Clou und das findet man andauernd bei diesen Nordkap-Booten. Pass mal auf. Wo sind eigentlich unsere Fender? Da. Verrückt. Wir haben hier vorn und hinten, also im Heck und im Cockpit des Bootes, im Bug und im Cockpit des Bootes, Fenderfächer. Schau, hier liegt er drin. Gleich mit kleinen Haken hier drin versehen, sodass die Fenderleine auch gleich auf die richtige Länge gebracht werden kann. Und was soll ich sagen? Details, Details, Details. Gebrandet. Gebrandet. Sowas liebe ich, Anne. Stehe ich total drauf. So, jetzt bauen wir vorne mal die Sonnenliege auf. Und dann zeigen wir euch mal, wie bequem das hier ist. Um hier vorne aus der Sitzgelegenheit, ja, fast ein Halbkreis könnte man sagen, jetzt eine Sonnenliege zu bauen, brauchen wir ganze zwei Polster. Das sind die beiden. Und diese beiden passen wunderbar hier in dieses Fach, in diese Wachskiste vor der Konsole, das sehr tief ist. Also hier lassen sich auch schön noch an den Seiten, hier sind noch gute Fächer drin, lassen sich noch viele Utensilien, die man an Bord so dabei hat, wunderbar unterbringen. So, zwei Polster. Einmal. Herrlich. Ja, mit diesen beiden Elementen, seht ihr, wir haben hier eine riesengroße Liegefläche. Also von der Länge, ich weiß gar nicht, wie viel Platz ist, noch einen halben Meter. Boah, locker, oder? Haut hin. Ja, oder quer sitzen. Wahrscheinlich am coolsten, wenn man so liegt. Wie ich mit meinem Anzug über das Polster gleite. Ja, das ist super, gehört. Ein sehr schönes Geräusch. Stimmt, total aufgeladen gerade und ich kriege gleich richtig eingefegt. Ja, nett, oder? Sehr geil. Hier, schau mal. Kannst du mal drauf gehen? Ja, eben. Habe ich schon gesagt, dass ich sowas liebe? Ja, ja, hast du gerade. Ja. Lautsprecher haben wir auch hier vorne, ne? Mucke, Fusion-Lautsprecher, jawohl. Hier können wir es richtig drin krachen lassen. Und was mir hier auch echt gefällt, es ist kein Schnickschnack auf diesem Boot hier irgendwie. Das ist, viele würden auch sagen, skandinavische Nüchternheit. Hat nichts mit Ikea zu tun. Denn unsere Nordkap-Boote sind, was Qualität, Verarbeitung, Finish betrifft, wirklich, ich sage mal, oberstes Regal. Also die Qualität der Boote, die Ausarbeitung, ist einfach Gelcoat ist unfassbar. Ja. Leute, guckt euch die Boote hier bei uns an. Oder auf der Boot in Düsseldorf, auf unserem Stand in Halle 4. Ja, vielleicht ist das Video auch schon 5 Jahre alt, wenn das jetzt jemand guckt. Gut, dann warten wir. Dann die nächste Boot. Genau, kommt wahrscheinlich sind wir bei der nächsten Boot. Ja, wir können es eigentlich gar nicht oft genug und ausreichend betonen, dass wir von der Qualität der Boote wirklich beeindruckt sind. Da sieht man einfach, dass die skandinavische Philosophie im Bootsbau doch etwas anderes ist, als man es vielleicht üblich kennt. Also das ist wirklich... Ja, nun komm, erstmal hier ins Cockpit. Geh doch. Los, komm. Ralf so gedrängelt hat, sich jetzt das Cockpit hier anzuschauen. Gucken wir uns diesen atemberaubenden Steuerstand an. Ja, das Konsolenboot, ich sagte es eben schon, ne? Konsolenboote, Sportboote, dynamisch. Wir haben hier 2,30 Meter an Breite. Das ist jetzt für ein Boot dieser Länge mit über 7 Meter nicht besonders breit. Also gehört dann eher zu den schmalen Ausgaben. Aber das macht eben diese Dynamik beim Fahren aus. So, und diese Dynamik findet sich auch am Steuerstand wieder. Die Sitzposition, in der ich hier bin, ist einfach maßgeschneidert. Also der Abstand, den kann ich natürlich über die Sitzverstellung noch regulieren. Ich habe einmal die Möglichkeit, den Sitz zu einem Stehsitz zu machen, über die Flip-Up-Funktion. Oder aber eben richtig mich in den Schalensitz reinzusetzen. So, jetzt stelle ich mal meinen Sitz ein. Oh, ich stehe nicht. So,
Hier unten habe ich eine schöne Fußstütze, wo ich guten Halt finde. Das Lenkrad direkt vor mir ist, also kein Versatz nach rechts oder links. Das ist was, wo ich besonders mal darauf achte, dass das sehr ergonomisch ist. Griff an den Schalthebel, gute Sicht auf den riesengroßen Garmin-Plotter, den wir hier drin haben. Wir haben die Mercury Smartkraft-Instrumente hier natürlich drin. Bugstrahlruder haben wir hier. Diverse Funktionen wie Bilgenpumpe, Navigationsbeleuchtung, aber mit sehr hochwertigen Knöpfen hier. Also auch da schreitet sozusagen Nordkap seine Edellinie letztendlich fort. Das Lenkrad finde ich auch sehr griffig. Und natürlich wieder mit Greif. Alles sehr stimmig. Mhm. Ja, Enduro 705 hier noch reingefräst in das Obermaterial. Das Finish hier, das grauen Gel kurz. Wir haben in diesem Boot, das muss ich dazu sagen, noch gar nichts gemacht. Ja? Also wir haben es eigentlich nur ausgepackt, bisschen entstaubt mit einem feuchten Lappen und dann war es das. Ja, also die Ergonomie ist enorm gut. Was ab Werk zu bekommen ist in den Sonderoptionen, sind elektrisch und automatische Trimklappen. Hier mit dem Mente Marine System, was die Seitenneigung und die Lage der Längsbewegung auf dem Wasser ausgleicht. Und wenn ich hier nach vorne rausgucke, das ist so ultra lang. Das ist wie in so einem Dragstar oder so, weißt du? Top-Fuel. Das ist Top-Fuel. Das ist so lang nach vorne raus. Wie viele Meter haben wir hier? Wo sind wir hier? Etwa 2,5, 3 Meter vom Heck entfernt. Also wir haben hier locker 4,5, fast 5 Meter nach vorne raus bis zum Bug. Das Ding auf dem Wasser. Ihr werdet es im Video sehen, was Ralf dann reinschneidet. Und irgendwann später im Jahr, wenn das Wetter wieder besser ist, werden wir das Boot auch mal selbstständig auf dem Wasser bewegen. Da will ich drum bitten. Und wer meint, das war jetzt alles hier vorne, der ist mal richtig schief gewickelt, weil es geht an Coolness hier noch weiter. Pass mal auf. Das hier ist nicht nur ein Fach, wo man Taschen, Schwiegermütter und so weiter drin verstauen kann. Schwiegermütter. Oder Brüder. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Tisch drin. Den werden wir gleich mal aufbauen. Und, Ralf, musst du auf Toilette? Gerade nicht, aber ich habe schon gesehen. Was geht hier dran? Also der Einstieg ist natürlich jetzt, ich sag mal, für mich als schlanken Kerl durchaus noch möglich. Und hier ist ein elektrisches CWC drin. Wie geil ist das denn? Ja. Das geht. Und ich habe sogar Licht hier drin. Also ich kann es wieder zumachen. Komm raus da. Zeig mal lieber hier was zu den schönen Sitzen noch. Edel, oder? Auf jeden Fall sehr sportlich. Super Schalensitz. Ja. Schön im Rücken ausgearbeitet. Wie nennt man dieses Muster? Diamant, oder? Raute. Auf jeden Fall sehr funktionell. Flipsitz, habe ich schon gezeigt. Komplett drehbar, auch noch hier zu mir rum. Hinten ins Heck. Hier am Heck auch noch eine schöne Sitzbank. Dieses Polster ist auch wieder so ein kleines Gimmick. Ne? Man klappt es einfach hoch und kann dann, ohne auf das Polster zu treten, ins Boot herein. Wenn ich es runterklappe, habe ich schöne Sitzfläche. Auch hier die Sitztiefe der Polster ist angenehm. Ja, ich habe einen guten Seitenhalt, fühle mich hier gut. Die Neigung des Polsters ist auch nicht zu steil, also ist ein bisschen nach hinten weggeneigt. Ja, das Einzige, was hier vielleicht noch mal fehlt... Getränkedosenhalter. Auch, das stimmt. Was ist denn damit? Tja. Das ist nochmal ein Verbesserungstipp. Definitiv. Was ist da unter dir? Hier haben wir die Hauptschalter vor mir. Hier haben wir natürlich noch eine Bugskiste, das zeigen wir gleich nochmal. Ralf, für dich auf der anderen Seite, ganz wichtig, dein Kühlfach. Ja, das ist super. Wie soll ich denn das jetzt wieder reinschneiden? Zeigen wir gleich. Ne? Ja, aber was ich Ihnen sagen wollte, das Einzige, was hier mir noch vielleicht fehlt, da ist unser Dirk drauf gekommen. Dirk ist ja ein sehr versierter Bootfahrer und Fahrlehrer und weiß nicht, was da noch alles ist. Meinte, hier könnte man noch durchaus einen Griff anbringen, dass wenn man hier sitzt, dass man sich bei richtig Speed, ja, ich sagte es ja schon, dieses Boot fährt mit der Top-Motorisierung gut 51 Knoten, weil für dich nochmal 95 km/h. Ja, ja. Mhm. Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich hier nochmal irgendwie festhalten könnte. Ja, hat er recht. Denn immer nur am Fahrer sich festhalten oder so, ist vielleicht auch nicht ganz glücklich. Ja. Ja, hier hinten dieses Gitter, kann man drüber streiten, ob es rein designmäßig ist. Ich würde es fast so sagen. Ich hatte früher mal einen Roadster, der hatte so einen Windschott.
Ja, aber ich glaube, das bringt hier nichts, weil der Wind wird mir hier bei 95 km/h komplett sowieso ins Gesicht pusten. Aber es sieht schon sehr stylisch aus. Sehr stylisch. Stylisch. Sehr stylisch aus. Stylisch sieht. Und ja, wir haben wieder Mockup. Mockup. Ja. Gleichzeitig dient dieser Bügel einfach nicht nur dem Design, sondern wir haben ja noch den Wasserskibügel dran, um Tubes zu ziehen. Snowboard hätte ich was gesagt. Wakeboard. Ja. Übrigens, Snowboard. Schaut euch mal auf unserem Insta-Account oder aber bei nordcup-boats.com das Video von der 905 V12 an. Da hat Nordcup einige seiner Ambassadors, seiner Botschafter, welche Snowboarder sind, Skilegenden aus Norwegen, irgendwie an den A der Welt gefahren in Norwegen und hat sie dort auf irgendeinem Gletscher raufgebracht und die durften dann da Skifahren. Schaut euch das Video an, ist wirklich klasse geworden. Ja, ansonsten hier hinten auch noch eine Bugskiste hier unten drunter. Die öffne ich mal. Ja, auch die Verschlüsse sind einfach massiv. So, hier haben wir unfassbar viel Stauraum noch unten drin. Na, hier geht es dann hinten in die Technik. In diesem Boot haben wir noch eine elektrische Ankerwinch am Heck. Das machen die Skandinavier sehr gerne. Das müssen wir hier in Mitteleuropa einfach noch mal ein bisschen lernen, mit umzugehen. Ich werde das durchaus mal testen, dann werde ich berichten, ob sowas sinnvoll ist bei uns. Ja, hier unten ist noch eine Menge Stauraum drin, wo wir eine Menge Platz noch drin haben. Und jetzt bauen wir noch mal so ein bisschen Gemütlichkeit auf hier, würde ich sagen, Ralf. Auf geht's. So, hier sehen wir nochmal das Freibord, wie hoch das tatsächlich ist. Ja, also es geht hier durchaus bis auf den Oberschenkel hoch. Also das ist auch echt aktive Sicherheit, gerade wenn ihr mit Familie, kleinen Kindern und so an Bord seid. Ja, überall kann man sich gut festhalten. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kleines Gimmick, ich habe es vorhin schon gezeigt, wo der Fender drin versteckt ist. Das finde ich wirklich genial gemacht. Also jeder kennt das von euch. Wo lasse ich die Fender? Ich packe die in irgendeine Bugskiste, dann muss ich sie wieder rauskramen, dann liegt irgendwas anderes da drauf. Die Fenderleinen sind dann irgendwie verknotet und hier geht das spielend einfach. Ich ziehe den Fender raus, habe ihn gleich auf die richtige Länge gebracht und habe ihm seinen Zweck erfüllt. Ja, geil, ne? So, die Liegefläche haben wir vorhin jetzt mal abgebaut. Was hier in diesem Boot meines Erachtens noch fehlt, das wird auch noch bestimmt nachgeholt von unserem Kunden, der dieses Boot auch schon gekauft hat. Das ist ein vernünftiger Decksbelag, denn so ist das ein bisschen kalt an den Füßen. Hier haben wir natürlich noch ein Staufach. Das öffne ich mal eben. Ja, hier haben wir den Plan drin, einmal für die Konsole. Ich räume das mal einfach raus, Ralf, weil du musst da mal jetzt mit der Kamera rein. Okay. Schau mal, gehen wir da rein. Gehen wir da. Gehen wir da rein. Gehen wir da rein. So sieht das in jedem Fach bei Nordcup aus. Es ist alles mit einem Topcoat bearbeitet. Hier ist nichts rau, kein offenes GFK. Das meinte ich vorhin mit alles komplett ausgearbeitet im Finish. Einfach einwandfrei, keine scharfen Kanten. Alles ist gerade geschnitten. Eine Dichtung hier dran. Also nice, oder? Definitiv. Wirklich bis in die letzte Ecke ausgearbeitet, bis ins Detail. Ja, ist tatsächlich so. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Schwärmerei, das ist tatsächlich so. So. Würde ich sagen, bauen wir den Tisch noch auf. Jetzt machen wir ein Picknick. Dazu habe ich den Tischfuß, der ist übrigens untergebracht in der kleinen Kabine, wo das WC ist. Und das Patent, was Nordcup hier hat, kennt man von anderen skandinavischen Booten auch schon. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das Schöne ist, dass der Aufnahmefuß nicht so hochgewölbt ist und nicht so eine Stolperfalle darstellt. Gibt ja die Methode, wo man das Tischbein im Prinzip reinsteckt, wo es dann so 8 cm ungefähr drin verschwindet. Hier ist ein sehr intelligenter Schraubverschluss hinter. Tischfuß rein. 2-3 Umdrehungen. Fest. Und dann kommt der Tisch drauf. Und hier wieder. Ja, auch das Material von dem Tisch ist cool, ne? Ja, mit dem Silvertex bezogen, also kein spießiger Holztisch oder so, kein GFK, kein Plastik, Getränke, Dosenhalter en masse. Oh, und jetzt kann man das hier vorne ein nettes Picknick machen, mit Familie, Freunden und sonst wem abchillen. Mucke an, Wasser, Sonne. Hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, was haben wir jetzt gerade? Dezember. Ende Dezember. Ja. Na gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ein rundum schönes Boot, ne? Ja, fahren wir jetzt tatsächlich ganz cool. Ja, das wäre super.
Also da seid gespannt drauf auf die Fahrszenen. Ihr seht es ja schon in den Videos von Nordkap, die eingestellt wurden. Die legst du jetzt erstmal hinter, oder? Bevor wir selber fahren. Ja. Werde ich wohl machen müssen. Ja. Notgedrungen. Ja, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Konsolenboot Enduro 705 von Nordkap. Rundum gelungenes Boot, sehr dynamisch, ultra schön, wirklich ultra schön. Ich finde, da gibt es auch geschmacklich überhaupt nichts dran zu streiten. Definitiv, das ist super sportlich. Ja, elegant und sportlich, das ist einfach beeindruckend. Die Qualität ist beeindruckend, die Verarbeitung ist beeindruckend, preislich ja, auch beeindruckend, im positiven Sinne. Ja, wir greifen mit Nordkap einfach, das muss man nochmal sagen, einfach wirklich ins oberste Regal des Premium-Produktes, das muss man einfach sagen. Aber das seht ihr, wenn ihr euch die Boote persönlich anschaut. Und das kann ich euch nur empfehlen. Da lade ich euch zu ein, hier bei uns im Sportbootcenter Hannover oder sonst wo wir sind in Deutschland auf Messen, Veranstaltungen. Schaut euch die Boote an und lasst sie mal auf euch wirken. Und dann werdet ihr genau, denke ich mal, auf meiner Schiene sein und mir zustimmen, dass das wirklich was ganz Besonderes ist. Ja. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Genau. Sollten wir was vergessen haben, schreibt es in die Kommentare. Wir antworten gerne. Habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr vergessen habt, bislang ein Abo dazulassen, die Glocke anzuschalten, ist ja gar nicht schlimm, ist ja schnell gemacht. Ja, dann verpasst ihr nichts, weil wir senden relativ unregelmäßig als zu Beginn unserer Videoserie. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert und dann seid ihr immer dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kalle und euer Ralf vom Sportbootcenter Hannover. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.